Er geht runter, gute Leistung und eine seiner besten Szenen sehen wir jetzt nochmal in der Wiederholung. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Heskey. Jetzt gibt es Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Und jetzt ein Schuss. Das gibt einen Eckball. Ein Kopfball, eine weitere Ecke. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Mitrolu. Und damit sind sie am Ball. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Da trifft er ihn nicht mit der Grätsche. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. 3 Minuten sind es noch. Jetzt ist er durch. Labjat! Tor! Kurz vor Schluss der Ausgleich! Sie schaffen kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Und wer weiß, Wolf, vielleicht wollen sie, vielleicht können sie noch mehr, vielleicht... Er entscheidet auf Freistoß. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Guter Einsatz, er hat den Ball. Kerne. Das war einfach und er hat den Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Powdered gold. Call.
Fulham müsste heute etwas mehr zeigen, damit es am Ende mehr gibt als ein Unentschieden. Das war ja das Resultat im letzten Heimspiel, als es gegen die Bolton Wanderers ging. Da gab es ein 2:2 und jede Menge Chancen. Auch heute, so meine Vermutung, wird es wieder knapp. Ich setze auf Unentschieden. Schauen wir kurz auf die Aufstellung von Hull City. Sie werden das Spiel heute breit machen wollen, denke ich, mit dem 4-3-3. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Richards. Fahne ist oben und das völlig zu Recht, wenn wir noch mal hinschauen. Es ist knapp, aber es ist abseits. Das gibt Einwurf. Esswein. Den Ball kann er abfangen. Starke Flanke. Kann er den Ball behaupten? Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ryan Taylor. Er spielt den Pass auf den Flügel. Kayubi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Hernandez. Und Ecke. Und jetzt haben sie den Ball. Livermore. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Ja, warum denn nicht? Man muss auch. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball.
Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Esswein. Jetzt gibt es einen Einwurf. Geht weiter hier. Schneller Einwurf. Richards. Ja, das gibt Eckball. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Mailer. Dawson. Parker. Er bekommt Hilfe. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Tolle Aktion vom Torwart. Flanke kommt, wird das eine Chance. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Und damit sind sie am Ball. Tolle Flanke. Über die Torauslinie, Ecke. Den Ball hält er gut. Wieder ein Eckball. Er wehrt die Ecke ab. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Ryan Taylor. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger Druck dahinter und so kann er ihn nicht platzieren. Hernandez. Parker. Das könnte die Chance werden. Da kommt